Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Capture One. Und heute geht es um die Capture One Styles, die Phase One kürzlich erst veröffentlicht hatte. Und ja, ich schaue mir die jetzt mal genauer an. Gleich geht's los. So, also auf der Phase One Seite habt ihr hier groß den Banner zu den Capture One Styles. Ich gehe hier mal gleich weiter auf Learn More und kommen zur eigentlichen Seite. Man kann hier aussuchen, welche Style-Pakete es gibt. Eben den Slider dazu und schauen wir mal. Made Style und Seasonal. Also recht cool vom Look her. Die einzige Krux hier an der Geschichte ist eben der Preis zu den einzelnen Paketen. Also man kann die Pakete eben einzeln kaufen und das zu einem schönen Preis zu 69 Euro pro Paket. Da haben wir einmal 18 Styles, einmal 15 Styles, einmal 15. 16 und hier haben wir auch 16. Gut, man kann aber zusätzlich noch, wenn ich das jetzt da finde, Samples runterladen. Genau da hier ist es. Man gibt seine E-Mail-Adresse ein und bekommt dann gleich auch das zugeschickt. Dazu wechsle ich gleich mal in meinen Ordner hier rein. Habe es hier schon entpackt. Man braucht das einfach nur doppelklicken. Und man hat es in Capture One schon drinnen. Ich habe mir dazu hier in meinen Reiter hier das Werkzeug für die Stile reingeladen. Ich gehe jetzt hier mal kurz zurück, dass wir das Bild so sehen, wie es Ausgangsmaterial war. Und hier im Benutzerstil und das Sample sieht man hier eben die neuen Stile. Also man hat ein Style pro Paket, was man sich auswählen kann und kann hier eben schauen, was am besten zu diesem Bild passt. Dieser matte Look hier gefällt mir ganz gut und hier dieser Look. Die kann ich hier anklicken. Gut, das wäre mal zu dem. Was verändern diese Stile grundsätzlich? Ich habe da mal vorher durchgeschaut und man sieht hier an der Kurve, dass was verändert wurde. Also nur in der RGB-Kurve. Und später dann auch in den Farben, dass ein bisschen was gedreht wurde. Das wäre hier einmal Rottöne, sind hier in den Tiefen erhöht worden. Die Lichter sind gleich geblieben und etwas Gelb in den Mitteltönen hinzugefügt. Dann hat man hier noch für im Masterfarbrad noch ein bisschen Orange dabei. Und that's it. Sonst hier im Farbeditor wurde nichts verändert. Also kleinere Korrekturen, die eben die Farben betreffen und ein bisschen eben die Kontraste eingreifen. Schauen wir sich das Ganze nochmal mit einem anderen Stil an. Hier. Nehmen wir diesen Made Look. Okay. Man sieht hier, dass in der Kurve wieder dezent angehoben wurde. In den Tiefen. In der Luma Curve wurden die Tiefen runtergesenkt. Rot, Grün, Blau wurde nichts verändert. Und hier haben wir wieder etwas Blau in den Schatten, etwas Orange, schon fast Rot in den Mitteltönen und etwas Orange in den Lichtern.
Genau. Und zusätzlich im Farbrad, im allgemeinen RGB-Farbrad, haben wir hier minus 15% bei den Sättigern. Ja, grundsätzlich finde ich diese Styles cool, weil man eben ziemlich schnell einen Look hat und wenn es mal schneller gehen sollte, dann kann man diese rückverwenden. Also ich finde die grundsätzlich besser als bei Lightroom zum Beispiel diese Presets, die teilweise auch auf den Weißabgleich gehen. Da gibt es so Spezialisten dafür. Aber grundsätzlich finde ich den Preis ganz okay. Also für das, was man bekommt. Aber ob man sich da jetzt wirklich jedes Paket für 69 Euro nehmen möchte, das sei einmal dahingestellt. Ich würde mir da eher wünschen, dass hier noch ein Gesamtpaket zu haben wäre für, ja, sagen wir auch für 69 Euro oder für 50 Euro. Und man hat von jedem Paket eben fünf Stile dabei. Damit würde ja jeder von uns auch leben können. Und ja. Ja, es war ein kurzes Video diesmal dazu. Man kann sich hier noch anschauen, wie die Stile sich eben auswirken. Für mich wäre eben prädestiniert im Cinematic oder Seasonal. Das wären so meine Favorites, die ich hier auswählen würde. Und ja, bleibt jedem selbst überlassen, ob er die Stile kauft oder eben nicht. Eins aber noch dazu, ihr müsst auf der aktuellsten Version von Capture One sein, weil diese Stile ansonsten nicht funktionieren oder nicht, sie nicht implementieren lassen. Es schreibt hier Capture One auch, also Phase One schreibt das hier auch explizit hin. Only supported with Capture One Pro 10.1.2. Ja, okay. Das war's zu diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis dahin, ciao.